Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und ja, mein Mikrofon ist an. Ganz kurz ein paar Sorgen gemacht, aber naja. Wir werden heute gegen Norbert antreten, so heißt der Kollege da oben. Und er hat einen Krückstock, das heißt, wir werden ihn richtig zermalmen, den Opa. Wir werden ihm seinen Krückstock wegnehmen und dann wird er auf den Boden kriechen, vor meinen Füßen. Pokémon und Menschen müssen vieles auf die harte Tour lernen. Er bestätigt das sogar. Er muss es auf die harte Tour lernen. Wir werden ihm seinen Krückstock wegnehmen und er liegt auf dem Boden. Höre auf den Rat eines Erwachsenen. Ich bin erwachsen. Ich habe schon Pokémon trainiert, bevor du überhaupt geboren wurdest. Das bezweifle ich aber, denn ich wurde 1988 geboren und das Spiel kam raus. Wann kam das Spiel raus? 2008? 2010? Irgendwo so um und bei. Das heißt, ich bin älter als er. So. Du kannst mich nicht besiegen. Ich, Norbert, der Wintertrainer, werde dir nun meine Macht demonstrieren. Ich hab Numi, mein Freund. Du kannst mir nix. Da freut er sich noch. Da freut er sich noch. Jetzt kriegst du aber richtig, Freundchen. Hier. Wait a second. Das stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht. Moment. Hat mich gerade die Seite getrollt? Ich glaube, ich wurde getrollt. Der stand doch 27. Hier steht Jurob 27, Jugong 29 und Keifel 31. Ah, in den alten Editionen. Okay. Scheiße. Der Keifel kann Schlammbombe. Okay. Ja, gut. Man muss dazu sagen, Jurob und Jugong werden kein Problem sein. Der Keifel allerdings ist Eisboden. Sehe ich jetzt erst. Okay, okay. Darauf war ich nicht vorbereitet, dass ich getrollt werde. Bleib im Moment. Schwäche. Liste. Scheiße. Ja. Oh, come on. Ich glaube, Boden war sogar sehr effektiv gegen Stahl. Scheiße. Wir müssten ihn quasi... Warte. Stahl. Stahl gegen Boden. Ist ein normaler Schaden. Das heißt, wir können ihn trotzdem mit unserem mit unserer Stahlattacke angreifen. Und Boden... Wo ist Stahl? Ja, Boden ist gut gegen Stahl. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Freunde. Ja gut, machen wir erstmal einen Bodycheck. Ich wurde getrollt. Ich wurde einfach getrollt von Pokémon. Von der Wiki-Seite wurde ich getrollt. Fuck. In den alten Editionen konnte noch keine Bodenattacke. Das haben sie erst hinzugefügt, weil sie wussten, hey, die setzen einfach Stahl-Pokémon ein und dann sind unsere Pokémon für den Arsch. Ja. Gut. Habe ich nicht mit gerechnet. Touché, muss ich dazu sagen. Wurde er selbst von Hagelsturm gerade... Ja. Schlaf ruhig ein, ist mir scheißegal. Wurde er gerade selbst von Hagelsturm getroffen? Ist das möglich? Das bedeutet sein Tod nach zwei Attacken. Es sei denn, er setzt natürlich einen Hypertrank ein. Was ich ihm dringend empfehle. Das Problem ist, nur Numi wird ordentlich Schaden... Jetzt trifft doch mal. Kassieren, bevor er an Keifel rankommt. Was habe ich denn noch? Ich brauche etwas, das resistent ist gegen Boden und Eis. Und dann sollte ich irgendwie noch fertig machen können. Kannst du bitte treffen? Der wacht jeden Moment auf. Danke! Werden wir Numi verlieren? Soll ich es riskieren? Wäre ich doch jetzt zum Livestream. Dann könnte ich euch fragen. Ihr wüsstet die Antwort. Und ich hätte es echt livestreamen müssen, alles. Weil ganz ehrlich,
wenn irgendwas passiert wäre, wäre es eure Schuld gewesen. Dann kann ich sagen, ey, ihr habt mir gesagt, ich soll. Und ja, jetzt stehe ich hier alleine und muss wahrscheinlich Numi opfern. Aber Numi wird so viel Leben verlieren. Leute, ich glaube, wir können ihn nicht einsetzen. Aber wir haben Feuer-Pokémon. Er setzt jetzt Keifel ein. Ich wechsle das Pokémon. Sicherheitshalber. Dancy. Dancy wird's regeln. Ich glaube an dich, Dancy. Und wenn nicht, dann warst du ein treuer Weggefährte für eine lange Zeit. Komm, Flammenrad. Gib's ihm. Besorg's ihm richtig. Komm. Ja, sehr effektiv. Ja. So, das heißt, er setzt gleich einen Hypertrank ein, aber er bringt ihn gar nichts. Na gut, ein Zug gewinnt er dadurch. Ein Zug, mehr aber auch nicht. Hey. Hä? Okay, er ist tot. Oder? Er müsste tot sein, ne? Wenn der jetzt nicht tot ist, dann müssen wir uns von Dancy verabschieden. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Das ist doch nicht dein Ernst. Und jetzt setzt er einen scheiß Hypertrank ein. Okay. Das tut mir leid. Scheiße. Scheiße. Ja gut, das war klar, aber wir machen jetzt zwei Attacken, dann ist er tot. Das gibt's doch nicht. Was für ein Schweineglück hat der denn? Ja gut, er ist tot. Hätte ich von Anfang an machen sollen. Er darf anfangen? Wieso darf er anfangen? Die beiden darf ich nicht einsetzen, die tötet er sofort. Wieso darf er anfangen? Was sind denn das für Methoden? Komm, stirb einfach. Mike hat so eine Power. Das ist nicht dein Ernst. Oh! Oh, das ist. Ich hab Pech. Ich hab einfach Pech. Wieso? Ich durfte gerade eben anfangen. Wieso hat er nicht Erholung eingesetzt? Ach, konnte er wahrscheinlich gar nicht, ne? Na ja, gut. Okay, Yugong. Wir versuchen es erstmal mit Mike und zur Not setzen wir Elon ein. Ja, Mist. Dreck. Das war gar nicht schlecht. Ja. Ja. Shit. Oh. Er ist Eis. Und Light-Heap. Das müsste funktionieren, ne? Komm bitte. Ich will auch ein bisschen Glück. Ich bin wie die Weide. Biegsam und hart. Ja, gleich bist du wie die Weide, die zu Füßen liegt. Er darf anfangen? Willst du mich verarschen? Ich habe zwei Runden, habe ich anfangen dürfen und dann darf er anfangen? Leck mich. Ach, Mike. Mike. Das war nicht gut. Er ist ein Eis-Pokémon, das wird nicht sehr effektiv sein. Shit.
Und ich wette, er setzt gleich einen Übertrank ein oder Erholung oder so ein Kram. Ja, komm! Geil. Leute, das macht mich gerade echt wahnsinnig. Komm, Dunkelklaue, wer ist damit? Wir können jetzt ein bisschen ausprobieren, das schläft drei Runden. Okay, das war schon mal nicht gut. Der war fliegen. Schlafrede? Das stand aber nicht drinne. Das stand aber nicht drinne. Das kannst du doch nicht machen. Schlafrede, das steht. Ich habe mir die Teile nicht angeguckt, ne? Na gut, es macht jetzt nicht so viel Schaden. Es ist alles in Ordnung, Freunde. Es ist alles in Ordnung. Wir setzen einfach Erdkräfte ein und gucken, was es bringt. Obwohl, er ist ein Wassertyp. Habe ich mir fast gedacht. Ja, komm. Du bist tot. Aber wenn er gleich nochmal Erholung einsetzt, dann, ja, ist ein bisschen blöd. Ich fasse es nicht, dass der Penner anfangen durfte. Warum? Das ergibt nicht mal Sinn. Ja, komm, setz Erholung ein. Ha! Erdschlafrede eingesetzt. Was bist du für ein Vollnoob? Er wusste, dass er aufwacht, weißt du, und setzt Schlafrede ein. Kacknoob. Ja, komm, setz Erholung. Ja. Ja. Ist okay. Ist okay. Nein. Mir gehen die Erdkräfte aus, aber hey. Dann kommen nur noch die Pflanzen-Pokémon und die macht er natürlich kaputt. Ich drehe durch hier. Schlafrede. Muss man erstmal drauf kommen. Was ist denn das für eine unfaire Taktik? Erstmal Erholung einsetzen bei 2 HP, setzt da Erholung ein und kann dann trotzdem angreifen. Ich will das Viech auch haben. Weiß, vielleicht kriege ich es ja. Aber wir gehen gleich in ein neues Gebiet und da kriegen wir stärkere Pokémon. Shit. Mike, mein legendäres Pokémon. Warum? Komm, der wacht doch sowieso gleich auf und macht wieder Schlafrede. Ich meine, Erholung. Vorher macht er natürlich Schlafrede, weil er ein Idiot ist. Ich kann nur auf dem Volltreffer auf dem... Oh! Ja! Er ist tot! Ja. Yeah. Stirb. Das halbe Team verloren, ja. Was willst du machen? Nichts? Dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten dieses Lebens mühelos überstehen. Du bist dieses Ordens würdig, sagte er, währenddessen er zu Boden kroch. Dieser Orden erlaubt es, dein Pokémon die Attacke Whirlpool zu erlernen, mit der du selbst rasende Stromschnellen überqueren kannst. Und das hier ist ein ganz besonderes Geschenk von mir höchstpersönlich. Hagelsturm. Wow. Sie verkörpert all die Grauen eines harten Winters und zieht kaum Leben ab. Hass. Einfach Hass. Ja, Freunde, wir werden heute neue Pokémon suchen. Es gibt immer etwas Positives bei jedem negativen Aspekt. Und Fakt ist, blind? Hey Zero, wie stehen die Dinge? Hör mal, im Radio geschieht gerade irgendwas Merkwürdiges. Ich höre immer bloß Team Rocket. Da dachte ich, ich rufe mal an. Zero, weißt du, was da los ist? Team Rocket feiert doch nicht etwa ein Comeback. Nein, das wäre zu abwegig. Entschuldige, ich wollte dich nicht beunruhigen. Pass auf dich auf. Tut, tut, tut. Okay. Darf ich wenigstens meine Pokémon fangen im nächsten Gebiet? D
Das wäre echt knorke. Ich könnte dadurch ein paar Level sparen. Das wäre richtig cool. Okay, wir haben gespeichert. Ich lade den Scheiß jetzt mal neu. Das ist mir ein bisschen zu suspekt, was da passiert. Bin ich blöd? Achso. Ja. Ja, ich war blöd. So. Dreck. Alle Pokémon tot. Ja, nicht alle. Hälfte. Gut, so, damit haben wir... Ach, hier ist meine Tastatur. Der erste, der gestorben ist, war Denzi, ne? 25. Denzi. Dann, Dumi, ne? 26. Dumi. Dann Mike, 27. Mike! Warum? Du warst so heftig stark. Oh. Ich hoffe, ich kriege einen neuen legendären. Das wäre einfach zu geil. Hä, hey, was tue ich da? So. Das war das falsche Fenster. Ah, ich drehe durch. So, jetzt seht ihr, wie oben Broadcast aufgebaut ist. Man muss das alles selbst so hinschieben, damit es gut aussieht. So, drei neue Leichen. Respekt, Zero. Respekt. Du schaffst es immer wieder. Keine Ahnung wie. Naja, zum Glück habe ich den... Ich habe den verloren, der Surfer konnte. Aber wir brauchen erstmal eine Weile keinen Surfer. Wir haben Fliegen. Früher oder später werden wir aber auch Surfer brauchen. Shit. Shit, shit, shit. Und wir können jetzt Whirlpool einsetzen. Das heißt, wir könnten eigentlich zu den Strudelinseln. Was wir auch definitiv machen werden wegen Level-Up und so weiter und so fort, ne? So. Zack. Wir haben die erste Box. Ja, eigentlich haben wir sie nicht voll. Wir haben hier komische Carpadors. Können weg. Ja, und ich weiß, ich habe dich noch nicht wieder zurückgeholt. Smetbo. Was war da? Wer war das nochmal? Niklas. Ich werde dich noch zurückholen. Mach dir keine Sorgen. Das kriege ich noch hin. Eigentlich wollte ich das bis zum nächsten Mal, wenn die Pokémon sterben. Aber ich hätte auch niemals gedacht, dass heute Pokémon sterben. So. Das Gyarados, das packen wir mal. Ja, da auf jeden Fall nicht hin. Hallo? Wie umständlich das damals alles war. Ist unglaublich. Box 17. Platziere ihn doch da! Bin ich jetzt blöd? Hey. Ah, so funktioniert das also gut. Tentara, du kannst auch weg. So. Dann lassen wir hier nämlich eine Lücke. Irgendwo hier ist er gestorben. So dass ich weiß, dass wir auf jeden Fall einen noch haben. 26 sind gestorben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, kommt sogar hin. Ich bin scheiße. Ich hab sie alle umgebracht. Sie konnte nichts dafür, doch sie sind tot. So. Ja. Habe ich nicht 30 gesagt? Irgendwas stimmt hier nicht. Das sind 6. Das sind 4. Hier sind 20. Hä? Ach, 6 mal 4 sind doch nicht 20. Ich
gehöre verprügelt, ey. 24. So, das hier sind 24. 25, 26, 27? Irgendwas stimmt hier nicht. Ah doch, 27. 27, sind ja 27 tot. Ich hab heute einen Lauf, Alter. Ich hab heute einen Lauf. So. Gut, dann können wir auch weitermachen. Ey, was soll der Scheiß? Moment, ich sehe das jetzt erst. So. Na gut. Neue Pokémon, wir kommen. Für diesen Zweck muss ich natürlich die Liste wieder aufmachen. Ich bin gespannt, wer jetzt dazu kommt. Es könnte alles changen, das wir kennen. Ich hoffe, es sind Wasser-Pokémon dabei. Obwohl, ich kann ja noch... Konnte ich nicht noch jemanden Wasser beibringen? Nee. Nur The Elon, ne? Naja, was soll's. Die Liste. So. Es wird Zeit, den ersten... Oh, wir machen das noch nicht. Erstmal gehen wir zum Feld, ne? Erstmal zum Feld. Und dann sehen wir weiter. Darf ich hier durch, bitte? Hör mal, ich wollte ja echt keine falschen Hoffnungen machen. Nur weil du mir einen Wutkeks abgekauft hast, kann ich dich hier nicht automatisch durchlassen. In Johto gibt es viel zu entdecken. Den Leuchtturm von Oliviana City zum Beispiel oder die Apotheke von Anemonia City. Nimm dir ein bisschen Zeit und seh dich überall in Ruhe um. Ach komm, geh nach Hause, ey. Geh einfach nach Hause. Nicht tauschen, fliegen. Gut. Ich mach's mir einfach. Ich kann ja fliegen. Bis er stirbt und dann kann ich's nicht mehr. Naja. So, dann fangen wir halt hier unsere Pokémon. Der erste von den neuen dreien wird sein... der Ocelot. Ocelot, ja, ich verwechsel ihn gerade nicht gut. Ich habe nämlich gerade an den anderen Lord gedacht, den ich aus Versehen geschrieben habe. Aber der war ja kein Lord. Oder? Fireblade war das, ne? Oh, Choupette! Oder Choupette, besser gesagt. Aber ich sag gerne Choupette. Das ist Choupette. Sehr gutes Pokémon. Ich bin stolz auf dich. Und dann werfen wir einfach mal einen Superball. Choupette, wir haben ein Geist-Pokémon. Ein bisschen spät, aber ey, besser spät als nie. Oh, ist das schön. Das ist quasi der Ersatz für Mike. Choupette wurde gefangen. Nice. Mein Ton ist immer noch da. Nur mal so zur Sicherheit, ja. Für Choupette wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Choupette, Puppe. Man sagt, durch sein Horn ernähre es sich von Rachsucht und Neid. Erst nachts wird es richtig aktiv. Ocelot, weißt du Bescheid. So, yep, wir geben ihm natürlich einen Spitznamen und zwar Ocelot. Okay, oder A. Wo kommt das A her? Lord. Ocelot. Herzlich willkommen im Team, du bist weiblich. Alles weitere gucken wir uns gleich an. Ich entferne dich somit aus der Liste. So, und der nächste wird sein T-800. Schöner Name. Hatten wir schon mal irgendwie C-99 oder so, ne? Suisun. Not bad! Not bad! Ja. Nehm ich. Klar. Logo. Okay, noch ein Legendary in unserer Liste. Sehr schön. Mit dem Namen T-800. Passt. Nicht schlecht. So, dieses Pokémon jagt über das Land. Man sagt, der kalte Nordwind begleite es auf seinen Weg. Ist Polarlicht. Polar. Eigentlich sollte ich dich Polar nennen. Ich freue mich, wenn Julian die Folge sieht.
So, 900. Nee, 800, sorry. 800. Jetzt over 800, so. T800, herzlich willkommen im Team. Und damit steigst du auch aus der Liste aus. Und der nächste im Team wird sein der Dämon. Dämon, ich sag schon mal herzlich willkommen. Hoffentlich wirst du auch ein richtig gutes Pokémon. Ich hoffe, Suisun kann Surfer. Das wäre echt cool. Okay, es ist ein einfaches Pokémon. Ein X-Bud, das könnte Fliegen erlernen. Wo ist der Attacken-Verlerner? Dann können wir nämlich Elon einfach Whirlpool beibringen. Oder Surfer. Oder Surfer. Gut, da setzen wir einfach mal ja, ein Pokéball ein. Aber ein X-Bud ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Und heißt sogar Dämon. Also ich muss sagen, der Name ist passend. Ja, cool. X-Bud 22. Für X-Bud wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Durch die Bildung von Flügeln an seinen Beinen fliegt er schnell, aber hat Probleme bei der Landung. Ja, kein Wunder. Ohne Beine kannst du da auch nicht landen. Irgendwie logisch. So, Dämon. Das kann ich mir merken. Dämon. So, damit haben wir alle heutigen in der Liste abgearbeitet. Drei Stück sollten es gewesen sein. Annette, lass mich in Ruhe. Freunde, ich habe nicht mal auf den Bildschirm geguckt, aber ich habe das Telefon gehört und ich wusste, es ist Annette. Kann eigentlich gar nicht sein, dass die jedes Mal anruft. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich werde jetzt abspeichern, damit das auch safe bleibt. Wir sehen uns morgen mit dem neuen Team. Trainieren werde ich sie, glaube ich, nicht. Wir werden erstmal gucken gleich, wie krass Team Rocket ist und dann werden wir sehen, ob wir trainieren. Falls wir nicht gegen unseren Rivalen zwischendurch antreten und alle sterben. Kann passieren. Haut rein, euer Zero. Tschüss.